Not you, Feigling? Du bist einfach dumm. Bin ich nicht. Er ist feige. Oder klug und lockt mich irgendwo hin. Aber da stand er gerade. So wie steht fest. Jetzt steht er da, jetzt laufe ich unterm Balken lang und er ist weg. Nee, noch nicht. But first, let me open the door. Good girl. Da war noch eine Tür. Wait. Sollte ich ja hin, ne? Okay. Hä, was ist denn da anders? I see no difference. She can get up now. What's happening? She can get up now. How can she get up? It must be magic. A trick. Velraven. Tricking her. Velraven. How can she get out? Wait. It's him. Dark magic draws her closer. It's not him. He's helping her. It's magic. Hä, bin ich jetzt doof? Wirklich hier irgendwas nicht? He's not tricking her. It's magic. It's an illusion. Ah. Okay. Kann ich hier runter? Ne. Aber so muss das jetzt bleiben, bitte, ja? Bitte. Jetzt. No rabbit? Aber es ist schon geil, dass man nicht einfach nur das Rätsel lösen muss, sondern halt auch, ne? Mit dem Hannes. Wir wissen immerhin schon mal, wie er aussieht. Aber war doch auch irgendwas mit Eis. Warum denn jetzt Rabe? Simple. The worst kind comes without warning.
reminder that just because you cannot see the threat, it doesn't mean that it's not. Ich muss kämpfen. Hallo, Freunde. Ich kann auch nicht fokussieren. Warum? Kannst du den anderen bitte anvisieren? Bitte, der andere. Kannst du... Wie sehe ich dann bei den anderen an? So. Ah, Mausrad. Jetzt ist mein Fokus fertig. Erstmal den hier. Ach, scheiße. Ja, komm her. Er ist nicht too fast. Halt die Fresse. Ein faster Sense, Motherfucker. Anspannung, Baby. Den Fokus hebe ich mir echt für den Pimmel mit dem Schild auf, ey. Komm her. Komm. The other one? In die Eier! I surprise him, motherfucker! Kinnas! Nein. Ich bin voll am Arsch. Warte. Zurück, Mäuschen. Zurück. Nee, der hier. Komm.
Alter, wie viel der ab kann. Doch, man kann treten mit F. Aber das bringt bei dem Schildheini nicht so viel. Und das nutze ich hin und wieder mal, aber muss ich jetzt nicht zwingend andauernd. Lief doch gut. Brauche ich halt einen Ticken länger. So ja. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir and that the world of man was formed from his corpse. They made his bones into stone. And his flesh into earth, and his blood into the salt sea. Mm-hmm. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Ah. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Bestimmt. Ganz bestimmt. Upsi. Ich frage mich die ganze Zeit, ob es hier sowas wie Blumen gibt. Ich konnte aber nur V-Sync an- und ausmachen. Aber das schliert ganz schön, wenn ich mich umgucke. Mhm. Ich finde, das hat schon, also die Kämpfe haben schon ein bisschen was von Dark Souls. So ein bisschen. Nur, dass die Gegner nicht so schwer sind. Leave everything behind. Your home. Loved ones. To head deep into the wilds. Perhaps never to return. Ah. Because when darkness speaks, it changes everything. Jetzt sag mir nicht turning home into a foreign land and ja. Into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Danke. Darf ich, muss ich jetzt von all den tausend Gebamseln, die hier hängen, das Richtige finden? Howdy. Er zeigt aber nirgendwo hin. Oh man, sieht alles gleich aus. Ja, ja, Bewegungsunschärfe oder Blumen, was auch immer, ne? Ne, kann man nicht. Guckst du hier? Grafik. Wir haben nur V-Sync. Da ist nichts mit. Ne? Gut, was ist Post-Processing? Stelle die Qualität der Bildnachbearbeitung ein. Höhere Einstellungen führen zu einer besseren Filterung des endgültigen Bildes. Ma. Ja, nö. Höhere Einstellungen, bessere Qualität, Partikellichter und Reflexionen. Beeinflusst leicht das Fram, die Fram-Nutzung. Ja, bla 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 bla. Aber gut, das ganze Spiel ist ja recht verschwommen. Sieht man hier ja auch schon wieder. Senua ist halt durch. Und jeder, der es spielt, ist es dann zwangsläufig auch. Senua. Senua. Keine Ahnung. Die Olli hier mit den Dreads. Die ziemlich authentisch ist. Die ist zwar jetzt nicht die Augenweide, wie man es aus anderen Spielen kennt, aber ich finde extremst authentisch. Meinetwegen auch autistisch, aber jetzt bleiben wir bei authentisch. Ja, naja, da kann ich runter. Da ist bla bla bla. Da ist auch immer noch bla bla bla. Okay, dann gehen wir jetzt hier runter.
Brücke. Nothing. Wir müssen das ja erstmal wieder angucken, ja? Ja. Wir hätten da gar nicht runtergemusst. Aber hey. Was ein Scheißwetter hier. Aber ich finde, die benutzen so für Städte, Länder, wie auch immer, so voll bekannte Namen. Midgard, Ragnarok. Irgendwoher kenne ich den ganzen Quark. Hallo? Ja. Ey, wehe, der kann schweben im Kampf, ne? Okay, einer rechts, einer links. Ja gut, von hier werde ich sicherlich kein Bild finden. She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth. Huh. Druth helped her. If it wasn't for Druth, she'd be dead. She can't beat her own darkness. Ich kann hier nicht runter. Okay. She wanted to marry Dillian. She came to beat her own darkness and marry Dillian. Gehst du hier runter? She thought her curse would affect him. She thought her curse would spread to him. She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Druth helped her. Na toll, jetzt ist es hier durch wieder zu, oder was? Und hier durch offen. Oh, das ist aber mein Fuck, ey. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Was für ein Ding? Ach so, hat er davor geschrieben? Oh, schade. Aber du bist noch da, also tschüss. Ja, mach ich doch. Mach's gut, schön, dass du da warst. Vielleicht bis später. Wo waren wir jetzt? Wir kamen jetzt hier eine Treppe hoch. Wir müssen jetzt nach rechts. Hier ist auch so ein Tor. Ich gehe jetzt erstmal hier so. Ja. Boah, ich verlaufe mich doch wieder komplett. Die kriege ich nur von der anderen Seite. Oh. Wow, ein total nützlicher Raum.